Hallo zusammen, hier ist Jarek von Plekvetica. Wir sind hier am Mesov Winter Festival und neben mir ist Hont, der neue Schlagzeuger von Desaster. Hi. Ja, hallo. So, gehen wir gleich mal zum Eingemachten. Wie war die Show heute Abend für dich? Oh, sehr, sehr gut. Ja? Also es war jetzt meine sechste Show mit Desaster. Aber wir kommen so langsam echt in Rollen. So. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Und heute war es, in der Schweiz ist irgendwie immer auch geil. So. Das ist so, die Rahmenbedingungen sind immer super. Der Club hier ist total geil. Mhm. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Es ist ja auch das erste Mal eigentlich für Desaster, dass sie am Mesov Winter Festival spielen. Und Desaster spielt nicht zum ersten Mal in der Schweiz und du ja auch nicht. Das letzte Mal, als ich hier gespielt habe, war ja beim Reeds of Destruction, nicht? Ja, genau. Das war in Basel. Ja, richtig. Ja. Und dort war es auch so wie heute? Wir haben bis jetzt, also alle Shows, die wir zusammen gespielt haben, haben super gut geklappt und haben wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber wird es halt ein bisschen runder alles noch so. Ja. Ich glaube, da muss halt so, man braucht halt ein bisschen Zeit, bis man dann so zusammenwächst. So. Aber so die Basis ist halt wahnsinnig gut. Mhm. Macht total viel Spaß. Super. Wie kam es eigentlich dazu, dass du in die Band reingerutscht bist? Ich meine, wir wissen ja, Zetaniac und du, ihr habt ja eine gemeinsame Vergangenheit, gell? Ja, genau. Wir haben damals wir haben zusammen halt die Vinegenocide, das war halt so eine Death-Black-Metal-Band aus der Eifel, haben wir halt zusammen gegründet und dann haben wir halt ein paar Shows gespielt und irgendwann halt auch eine, das war in Koblenz im Hot mit Asphyx zusammen und da waren die ganzen Desaster-Jungs halt auch und ja, so ist man halt schon, also man kennt sich schon relativ lange, sagen wir mal so. Super. Würdest du es nochmal machen? Ich meine, jetzt bist du ja seit dem Oktober dabei. Ja. Würden sie dich nochmal fragen, dann wirst du nochmal Ja sagen, nicht? Ja, ich würde auf jeden Fall wieder Ja sagen. Ich bin ja auch so ein bisschen da reingeschlittert, sage ich mal irgendwie so. Der Husky hat ja einfach, der hat halt einfach keine Zeit mehr gehabt, so für wirklich jetzt mit Desaster irgendwie weiterzukommen, ja. Also neue Songs zu schreiben oder so. Ich glaube, die hatten ein Jahr lang halt keine Probe mehr zusammen, haben halt noch ein paar Shows zwischendurch gespielt. Und irgendwann hat der Husky halt vorgeschlagen, so für die Live-Situation halt einen Aushilfsschlagzeuger zu fragen. Ja. Ja, und dann hat Guido mich halt angerufen und ich war halt total geflecht, weil ich bin halt einfach auch ein Desaster-Fan. So. Es hat sich zwar irgendwie, ist immer noch so ein ganz klein bisschen, fühlt es sich komisch an, so die Band ohne Husky. Mhm. Es hat so ein lachendes und weinendes Auge irgendwie, ja. so ein bisschen. Naja, auf jeden Fall haben wir dann halt eine Testprobe gemacht und das lief super gut. Und und dann haben wir halt einfach weitergeprobt. So. Und dann hat sich halt auch so viel Menschliches noch entwickelt irgendwie, dass die Jungs halt irgendwie sagten so, ja, vielleicht sollten wir jetzt einen Schnitt machen. Weil es auch dann dahin ging so, die hatten halt auch wieder jetzt so ein bisschen Blut geleckt durch die Proberei. Und der Kuschke wollte halt auch dann neue Songs machen. Und dann war man halt an so einem Punkt, wo man halt wusste, wenn man neue Songs macht, dann wird das mit Husky nicht mehr funktionieren. Ja. Und es hätte sich komisch angefühlt, wenn ich jetzt mit ihm neue Songs geschrieben hätte und der Husky hätte die dann eingespielt. Das wäre irgendwie alles komisch gewesen. So. Ja. Also eigentlich nicht das, wofür Desaster irgendwie auch steht. So. Mhm. Ja, und dann haben sie halt den Schnitt gemacht. So. Ja. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich genieße jede Sekunde. So. Aber es ist trotzdem, ist es halt einfach auch komisch so ohne Husky. Ist ja auch noch nicht so lange her, gell? Aber das wird sich ja noch einleben, nehme ich mal an. Ja, schon. Ich meine, wir sind ja auch eigentlich total im Guten auseinandergegangen. Ich meine, dem Husky hat das sicherlich nicht gefallen. So. Also der hat sich das wahrscheinlich nicht ausgesucht, aber ich glaube schon, dass er das versteht. Und aber wir sind wirklich im extrem Guten auch auseinandergegangen. Also. Ja, wunderbar, ja. Ja. Jetzt bist du ja eben, wie gesagt, seit dem Oktober dabei. Und ihr spielt ja viele Songs von Desaster noch, eben von als Husky dabei war. Genau. Aber du hast ja nämlich auch schwer an noch vor, ein bisschen deinen eigenen Stil reinzubringen. Oder möchtest du probieren, ein bisschen seinen Stil zu kopieren, damit Desaster gleich bleibt wie vorhin? Oder wie ist das gedacht bei dir? Ich habe tatsächlich Respekt vor dem Erbe, so, weil ich da antrete so von Husky. Jetzt nicht wegen irgendwelchen spieltechnischen Fähigkeiten, aber so, der hat halt so seinen Stil und das hat Desaster auch geprägt. Und
wir werden schon versuchen, also Disaster wird sich ganz sicher nicht komplett anders anhören, so, weil das einfach, weil ich die Band ja auch genauso mag, wie die halt vorher war, so, es gibt ja gar keinen Grund dafür irgendwie, ja, stimmt, da ja. jetzt irgendwie was völlig anderes zu machen oder eben, keine Ahnung, wir haben ja heute Abend haben wir einen neuen Song gespielt und also wir haben zumindest alle so irgendwie das Gefühl, so, ja, das ist, wenn man das hört, so, das ist halt Disaster, so, ja. Und das ist halt das, was wir halt auch machen wollen, aber das ergibt sich einfach automatisch irgendwie so, ich habe auch, ich bin erstens gar nicht gut genug für da irgendwie viel zu viel rumzufitscheln und so. Ich mag das einfach nicht so. So ein bisschen geradliniger. So Husky, der hat schon einen ziemlich coolen Stil gehabt. Und ich glaube nicht, dass sich da so wahnsinnig viel ändern wird. Ja. Hauptsache, es passt für alle, gell? Ja, genau. Muss sich halt einfach gut anfühlen. Ja, richtig. Das ist halt, also es wird sich vielleicht ein bisschen verändern, minimal. Aber dann fühlt das sich auch in dem Moment richtig an. So. Und das ist halt, und das liebe ich halt auch so an der Band. So, das habe ich jetzt auch in den Proben so kennengelernt und so, wie die halt wirklich dann so beim Musikmachen ticken und so. Da ist so viel Herzblut drin, das ist schon gewaltig. Du hast es jetzt gerade von den Proben gehabt. Wie sehen denn bei euch Proben aus? Ich meine, seid ihr wirklich immer vor dem Spielen oder? Ja, also das ist tatsächlich, also ich war total erstaunt, als wir die ersten Proben so zusammen gemacht haben. Also ich dachte halt so, oh ja, jetzt müssen die ganzen alten Songs nochmal so oft spielen, so, damit ich die irgendwie lernen kann. Die spielen Songs vom ersten Demo und gehen wirklich ab im Proberaum. Ich konnte das gar nicht glauben. Und immer noch so muss ich mich ab und zu mal zwicken, so, weil das ist so eine geile Probeatmosphäre. So halt. Der halt nicht fahren muss, trinkt halt noch ein paar Bier. und dann ist halt, das ist ein schönes Zusammensein. So. Wir haben auch jetzt 2-3 Mal so, wenn wir geprobt haben, dann abends noch in die Stadt und so, das ist irgendwie ja. Das ist eigentlich ein richtig familiäres Verhältnis, richtig? Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch genau das, wofür Disaster auch steht. Ja. Ja. Du hast eben vorhin auch erwähnt gehabt, dass ihr auch Songs spielen von den ersten Demos etc. Disaster ist eigentlich, denke ich, auch dafür bekannt, dass sie sehr gut und sehr gut für ihre Fans schauen. Das heißt, sie haben ja beim 10-jährigen Jubiläum und beim 20-jährigen auch ein Special rausgebracht jeweils mit Double LP und Boxset. Und am 25. haben sie ja ein Live-Album mit DVD, glaube ich, was ist das? Live in Bamberg, richtig. Genau. Und jetzt, letztes Jahr war ja das 30-jährige. Ist da noch was in Planung? Weißt du etwas, dass du vielleicht uns noch weitergeben kannst? Ja, wir haben tatsächlich drüber gesprochen, was wir da machen so zum 30-Jährigen. Und bis jetzt hatte noch keiner so richtig Bock, irgend so ein Mega-Special zu machen. Also irgendwie, ich sag jetzt mal, ein besonderes Konzert mit DVD oder so. Wir wollen halt sehr, sehr zeitnah irgendwie eine Single aufnehmen. Das ist jetzt erstmal so der Masterplan. Also einen Song haben wir ja fertig und der andere ist halt in der Mache. Ja. Und mal gucken, so angepeilt, vielleicht können wir den irgendwie im März aufnehmen oder so, mal gucken. Aber auf jeden Fall jetzt wirklich schnell mit irgendwas Neuem, Frischen irgendwie rauskommen und dann werden wir uns halt tatsächlich auf das Songwriting für das Album konzentrieren. So. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, also bis jetzt ist noch nichts geplant. Wir haben kurz drüber gesprochen, aber keiner hat irgendwie so richtig gesagt, so jetzt gehen wir das irgendwie an. So. Ich glaube so, das Songwriting für die nächste Platte ist schon so der Fokus für uns nächstes Jahr. Okay. Du bist ja, wie gesagt, seit Oktober dabei. Ja. Jetzt sind ein paar Monate. Was war das ereignisreichste Konzert mit Disaster, das du bis jetzt hattest? Das ereignisreichste, das ist natürlich auch eine schwere Frage. Dann würde ich fast schon sagen, dass... Ach so. Also die allererste Show war ja so, da habe ich ja bei Way of Darkness nur 3 Songs mitgespielt. Ja. So genau genommen war das ja so die erste Show, aber das war irgendwie noch nicht... Doch, da eigentlich... Ja, doch, genau genommen ist das irgendwie ein Abend gewesen, der bei mir irgendwie, wo ich mich auch 1-2 Mal zwicken musste. Also ich halt so, man hat ja auch so seine Idole so. Ich finde halt Necros Christos halt auch total geil. Ich feiere das Album sehr, sehr ab. Und dann hat man halt Backstage irgendwann da zusammengesessen, so mit dem Götz Kühnemund, dem Malte. Und dann kam Ernie noch dabei. Und ich habe irgendwann so, wir haben halt über alte Metal-Platten geredet. So. Guido war auch noch dabei, der Sänger. Und dann habe ich mich irgendwann, doch mal so irgendwie kurz gedacht, okay, das sind eigentlich die Leute, die du total abfeierst. Und jetzt sitzt du hier mit denen zusammen und kannst ein Bier trinken. So. Ja. Das ist schon, zuerst so voll unwirklich und dann... Ja, irgendwie schon. Das sind ja alles ganz normale Menschen. So. Ja. Aber war trotzdem, in dem Moment hat er sich...
Das hat sich richtig warm angefühlt. Ja, perfekt. Ja. Besser kann man sich gar nicht wünschen. Ja, genau. Also das, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe, so, ich genieße wirklich jede Sekunde. Das ist eine schöne Sache. Super. Ja gut, dann würde ich sagen, hast du noch ein paar letzte Worte für die Fans an der Glotze? Ui, was soll ich jetzt sagen? Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute vielleicht irgendwie der Sache sehr skeptisch entgegensehen, weil Husky 22 Jahre die Band begleitet hat. Und, aber bis jetzt war die Resonanz halt so, dass die Leute das durchaus verstanden haben. Und ich glaube, man sollte der Sache irgendwie eine Chance geben jetzt mit der neuen Besetzung. Und bis jetzt ist das Feedback sehr positiv. Und ich hoffe, dass wir ja noch halt viel mit Desaster machen können die nächsten Jahre so. Also wir haben einen guten Bandspirit und ist eigentlich, wir freuen uns auf die nächsten Jahre eigentlich, und ich glaube auch, dass die Leute uns auch begleiten. Ich kann auch bezeugen, ihr habt heute richtig abgeräumt, also ich denke, ihr habt euch super eingespielt, wirklich. Ja, wirklich, ich glaube auch. War wirklich gut. Gut, dann auch danke an euch fürs Zuschauen und vergesst nicht zu liken, zu teilen und zu abonnieren. Und checkt die Band aus. Ihr findet die Infos natürlich wie immer bei der Beschreibung unten. Danke und tschüss. Ist gegangen. Gut, nicht Luft noch mal aus.